oder mal ein Stück von der Nippschokolade abbeißen. Ja, also ohne Guardian funktioniert es auf jeden Fall nicht. Gerade jetzt Train auf Train. Das, zwei. Ja. Das sind auf jeden Fall die Maps, wo er glänzen muss mit seiner WP. Ja, man kann nur hoffen, dass es ihm ein bisschen besser geht. Und dass er jetzt besser in die Map findet. Knife Rounds wäre natürlich wieder extrem wichtig für Navi. Wenn sie die hier nochmal holen können und als CT starten. Wobei man sagen muss, zuletzt auf Trade immer mehr T-Runden gefallen. Und die Knife sieht allerdings zu gut aus für die Ninjas in Pyjamas. So, Stay kommt. Keine große Überraschung. Tja, und damit ist der Weg geebnet für die Ninjas in Pyjamas. Knife Round erledigt. Nun folgt die Pistol Round. Und nun braucht Navi ein kleines ukrainisches Wunder. Get right alleine. Pfiffeln noch kein Fokus da für den B-Spot. Man ist jetzt gut aufgestellt für den kleinen. Der Navi. Go kommt auf jeden Fall. Jetzt wird super weit hinten am Decken. So, jetzt die HE, die wäre perfekt. Kommt. Oh ja, und die tut weh. Boah, die hat geschmeckt. Die tat richtig weh. Und den ersten, zweiten. Oh, oh, oh. Guardian 10 AP, Edwards läuft Grundlinie ab, aber Bombe ist dann nicht mal in der Nähe. Oh, Edward Guardian, Edward und jetzt nur noch Forrest. Und er muss in den Reload. Edward muss die Runde entscheiden. Guardian nur 2 AP. Oh, und da ist er. Was ein Brett. Ganz die Runde noch umreißen. Junge, Junge, Junge. Das war stark. Edward und Guardian. Guardian in dieser Runde 312 Damage erteilt. Ja, also eigentlich total aussichtslos gewesen die Runde. Die AE hat so viel Damage gemacht, dann holt Pfifflern da direkt drei Leute. Aber irgendwie schaffen sie es trotzdem. Schöner Hatter von Zeiss. Gegenkistengang. Jetzt nur auf Get Red aufpassen an der großen Rampe mit der Schrot. Und er liebt diese Nova. Und da ist er. Direkt nochmal gezeigt, warum er sie so gern hat. Schöner Fake-Leiter-Move. Wollte erst wieder reinmoven, aber jetzt ist er nochmal umentschieden. Und jetzt geht's wieder nach oben. Ich sehe auf Füße gespottet. Navi zieht sich zurück. Get Red mit so super Timing. Get Red wird da super gefährlich jetzt. Und macht den zweiten. Da wird hier eben noch geschieden. Get Red wirkt müde, aber diese zwei Pumpgun Kills. Die Runde sieht richtig gut aus, gerade Philipp. Wenig Zeit. Oh, aber. Eben haben sie es auch gedreht zu zweit. Jetzt Starix und Getrid. Alleine. Und er weiß, dass Getrid im Pop war. Er hat wieder so gut vorgemoved mit perfektem Timing. Starix. Starix! Und er macht es! 3K für ihn! Und Nip wird hier nicht belohnt für diese starke Runde. Kaufen aber. Aber ja, und sieht man auch M4. Selten, dass Nip zweimal hintereinander für so gute Runden nicht belohnt wird. Und Guardian, da ist er doch.
Wo wollen wir das sehen? Einmal in die Ecke gespeit und weiter geht's. Forest AWP. Erfolgreich. Und noch einen zweiten gespottet. Einen hatte. Gardiner aber den Refrack. Forest nicht aufgepasst. Jetzt Feedback an der Arbe. Und jetzt kam Kagi raus. Oh, das heißt, damit Problemen, aber macht den Frack. Get right with the Refrack. Und two more to go. Bombe liegt nicht verzerrt. Und also Zeus steht da jetzt mehr oder weniger schlecht erstmal. Boah, der hat so viel Damage gemacht und schließt die Runde auch ab. 3 zu 0 Navi und Nip muss hier jetzt natürlich in die Eco. In die Eco. Auf jeden Fall guter Start für Navi. So können wir uns das nur wünschen. Trotzdem die Runden natürlich immer relativ eng gewesen. Und ein kleiner Kommentar von unserem Redakteur vor Ort, der da natürlich in der Dream Arena ist, meinte, Getright wird müde, reibt sich die Augen und blinzelt schnell. Das natürlich dann die Details da in der Close-Up vor Ort. Da muss man sich ein bisschen in den Energy reinhauen. Ja, Monster ist ja Party-Partner da. Der darf nicht geschwächelt werden, das ist nicht sein erstes Event. Ja, aber also das ist natürlich immer klar, ne? Bei so einem Finale dann, was doch so spät läuft, irgendwann macht sich da ein bisschen die Müdigkeit bezahlt. Muss die Pausen halt so gut es geht nutzen, viel rumchillen, essen. Ja. Über 12 Stunden, für uns natürlich auch. Aber irgendwann muss man natürlich auch sagen, ist es vielleicht nicht mehr unbedingt das Team, die den besten Skill haben, sondern die halt auch am fittesten sind. Ja, auch das ist eine Komponente, die dann noch eine Rolle spielt. Darauf auf jeden Fall auch, ja. Das ist wohl wahr. Und das könnte halt der Key-Faktor sein für Navi auch. Sie hatten ja eine extrem lange Pause, konnten extrem lange halt chillen. Sind vielleicht jetzt etwas kalt in das Match gestartet, aber nach hinten raus ist Navi garantiert fitter als Nip. Tja, und da kann dann der sechste Mann eben helfen, ne? Das Publikum vor Ort. Wieder dodge da die Nades, jetzt aber zu offensiv. Super Timing da von Sterix. Harter Glück. Kann ich aber nicht machen, aber sie sind innen auch schon weit vorne. Also sehr gut verteilt gerade von Navi. Haben viele Areas unter Kontrolle. Kommt ein kleiner Fake. Und sieht schon eher nach einem B-Go aus. Ja, wird nochmal ein zweiter Welle Go. Haben nur minimal kleine Rampe gefaked mit Smoke Flash. Und Nip baut jetzt wieder um nach außen. Jedred wird da wieder allein gelassen und der steht nicht so gut. Aber er hat Autosniper. Und damit zaubert er ja schon mal ganz gerne. Und Kiste ist jetzt auch Timing, raus. Timing Pech. Oh, jetzt sind sie alle raus. Gerrit konnte nichts machen gerade. Oh ja, da war er komplett ausgenockt. Komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Exist jetzt aber mit der Überraschung. Wird aber gespottet Edward von Edward. Macht den wichtigen Frag an der 1. Das heißt, macht den Refrag von 2. Jetzt Zeus im 1 und 2. Der Laufweg. Perfekt. Ja, und bisschen die Bombe wird hochgehen. Eigentlich ein bisschen schlecht gedacht von Nip, muss ich eigentlich sagen. So wie die Bombe lag, gab es nur zwei Sachen, die abgedeckt werden müssen. Und da er auf der 1 stand und relativ tief in die große Rampe gucken kann, musste er nur noch neben der 3 kurz checken. Ja, aber dafür war sein Mate halt auf der großen Rampe einfach mal an der falschen Position. Ja. So, also. So wie die Bombe lag, war es eigentlich schwierig für Zeus vorzukommen, ohne dass es obvious, dass er einfach abgezielt wird.
Trotzdem krasse Runde von ihm. Forrest setzt diesmal den Entry-Frag. Und Forrest, der wird auch immer stärker gerade. Ja, jetzt kommt er allerdings nicht mehr weg. Das ist nochmal mit guten Hits an Zeus. Zwei Mann jetzt raus auf dem Feld. Getright wartet schon hinter ihnen. Getright wird wieder gepusht mit seiner Shotgun. Macht er wieder einen, macht den zweiten, hat die Bombe. Ach, Getright. Was macht er da bloß immer mit seinen Shotguns? Tja, die bringen auf jeden Fall mal gut Geld. So viel steht fest. Allem, ich weiß gar nicht, nach welchem Kriterium er entscheidet, ob er jetzt Nova oder McSeven kauft. Weil er spielt ja beide super gerne. Ja, aber die Nova noch einen Tick lieber. McSeven war früher, mittlerweile ist Nova. Oh, da wurden Füße gespottet. Und Guardian. Schön mit dem Boost, guten First Strike gemacht. Und Navi lässt sich jetzt mal viel Zeit. Gibt einen Außensplit. Einer Kiste, drei Mitte, einer Pop. Ist jetzt auch mit dem ersten Frag. Forrest im Fallen. Beide Teams gerade wenig Geld. Wer die verliert, muss eine Eco einlegen. Und sieht gut aus für Nip gerade. Und es geht Popdog runter. Es wird schwierig, für Navi die Runde noch zu gewinnen. So wenig Zeit und Unterzahl. Vorne steht er so gut. Macht den ersten. Ja, gerade mit dem Re. Nicht. Schön. Und man lässt sie planten hier. Oh, Guardian. Nein, das Plant geht nicht gut durch. Und dann ist Getright von hinten wieder da. Und Navi in der Eco. Der Bombplant hätte ihnen dann noch mal ein bisschen helfen können. Die angesprochene Eco bei Navi. 3-1-1 Split. Ja, Außensplit wieder. Ja, doch nicht. Zum B, ja. Zwei innen weit vor contacted. Gibt wohl jetzt den kleinen Fake. Ne. Ich doch nochmal zurückgegangen, weil Zeiss da schon draußen war mit dem MTW. So, Bombe ist down und jetzt kommen sie auch Richtung Poppe runter. Hier geht große Rampe und kleine Rampe fällt da. Dann exist da, der jetzt hier die letzten Runden 4 Frags gemacht hat. Vorher mit 0-4-5 da stand. Jetzt allerdings auch er hier im Match drin. Ja, also im Moment kein Spieler wirklicher Ausfall. Paulus und Getrid gut unterwegs. Einziger, der vielleicht ein bisschen mehr leisten könnte, wäre Friberg. Ja, aber der hat, glaube ich, alles Pulver verschossen. Ja, entweder das, aber auch. Er hat halt mit Kistengang also jetzt alles, auch so ein bisschen die Position, wo er nicht so viele Frags machen kann. Auch das. Ja, was freut mich, dass Guardian sein Team hier anführt. Und er entweder mit der Situation jetzt klarkommt oder dass ihm was besser geht. Und Navi ist. Mit Granaten aufgestellt für außen auf jeden Fall. Oder dass Z-Map ihm natürlich hier ein bisschen besser auch in die Karten spielt. Für seine Waffen. Ja, Inferno war natürlich ein bisschen ausgenockt. Wenn das Team gute Antis spielt und sich nicht dumm picken lässt, ist es auch als AWP-Spieler sehr schwer auf Inferno.
Jetzt mal eine sehr, sehr langsame Runde von Navi. Nehmen da viel Tempo raus. Ja, jetzt kommt der Außen. Fake, nehme ich mal an. Edward steht große Rampe ready. Dann macht ihn aber. Zeus zieht raus, verliert auch das Duell. Und jetzt kriegen Getright und Fifflin nochmal zu tun. Getright macht da den letzten. Findet er die Arme nicht mehr. Aber Fifflin kann sich eine legen lassen oder selber neu kaufen. Getrad schnell und da geht sogar dann hoch. Wieder die Eco. Oh, jetzt kann Friebeck mal ein bisschen glänzen, vielleicht da im KG. Ein, zwei Paraden machen. Friberg. Getrad hat da gleich wieder das Duell mit Edward. Getrad darf da nicht verschieben. Friberg bekommt jetzt zu tun. Und sich die Kiste so weit vorne, gute Flash. Friberg super Gold. Ich bin noch raus. Gut, Frakes, aber jetzt gar nicht im Refill. Wir flirren auch gut, ein. Jetzt kassiert. Oh mein Gott. Und Zeiss kommt jetzt von hinten bei Zeiss, aber Zeiss gestartet hat ihn. Stirbt aber. Der hat's nicht. Jetzt Getrad alleine. Schnell genug gehört. Zeit. Aber beide low, das kann Getrad auf jeden Fall machen. Ja, ihr seht schon den anderen MTB, muss er gesehen. Hat er gesehen. Jawohl. Ah. Getrad spielt's runter. Das war ziemlich einfach für ihn. Edward hat er auch gemacht. Ja, denkt er sich auch. Ist wieder einfach heute hier. Ja, aber es wird sehr gefährlich da, diese Eco. Top Flash rein gegen Friberg. Forest Magazin leer. Dann aus dem NTW geholt. Also auch da gut in die Zange genommen. Und Exist. Bisschen. Timings haben gestimmt. Bisschen Timing lag vielleicht von den Ts. Die Flash war der entscheidende Faktor halt, um Kiste auf einmal plötzlich draußen zu sein. Ja, das war auf jeden Fall echt eine gute Eco für Navi, also super ausgespielt. So, aber nichtsdestotrotz, die 5T-Runden auf dem Konto von Navi, die sind schon sehr gut. Und jetzt auch eine interessante Runde. Doppel Autosniper plus eine AWP. Und die Autosniper nicht bei Getright. Ja, Navi jetzt komplett innen aufgestellt. Schauen, ob sie ihn durchspielen oder Guardian contacten. Ja, gute Frags. Bei Unterzahl. Kommen wir aber zum Plant. Navi. Edward macht den Shot. Jetzt noch 2-2. Das können sie auf jeden Fall noch gewinnen. Und Zeiss macht den Frag. Jetzt hängt alles an Fifflern. Und der muss unbedingt mal einen Klatsch für sein Team gewinnen. Er hat noch keine Runde geholt. Ja, aber mit der Arme wird das unglaublich schwer. Viel Zeit. Fängt ihn einfach. So, aber siehst. Oh, er macht ihn, aber kein Death-Kit. Und wieder kein Death-Kit. Und wieder ist die Runde verloren. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Fifflern auf der Bombe gesehen habe und er hatte kein Kit. Tja. Auch in dem letzten happens. Match schon. Das ja, und diesmal hätten sie wirklich genug Geld gehabt. Das war nicht, dass man da am Minimum war. Deshalb auf den Dev-Kit verzichtet. Ei, ei, ei. Der hat aber halt auch immer den Pech, ne? Also wieder nicht schlecht runtergespielt von ihm. Und dann scheitert es halt wieder an so einem Ding.
Ja, er hat es diesmal halt gut gemacht, hat auch AWP-Shots getroffen, die er halt echt nicht oft trifft. Ja. Aber dann kein Kit. So. Wieder eine wichtige Runde. Geld bei beiden Teams sieht eher mäßig aus. Und Navi versucht es wieder über innen. Dead Red steht diesmal aber close, große Rampe. Der will das auf jeden Fall der Offensiv halten. Oh, und Edward läuft mit Granaten in die Hand. Und Dead Red sieht da noch mehr. Und zieht nochmal rum, dieser, den dritten. Dieser kranke Hund. Ja, bist du deppert. Starix. 6 Kraft hat. Ja. Also oh. Wieder krasse Runde von Get Right. Ja, und dann halt wieder mit 4 Mann überlebt. Das hilft ihnen natürlich wieder. Navi komplett wieder broke. Und Loser Bonus ebenfalls zerstört. So, und das könnte jetzt gut sein, dass hier Nip die letzten 3 Runden klar macht. Jetzt geht es überall mal wieder einzeln raus. Mal so eine Freestyle-Runde. Ja, muss auch mal sein. Diesmal gute Position hier von Nip. Steht ein bisschen kompakter und weiter hinten gegen die Eco. Und vielleicht wird sich da jetzt ein bisschen abgesprochen mal. Lassen da die Zeit runterlaufen. Freeberg noch 9 Schuss im Magazin. Jetzt Reload. Ah, Freeberg passt da gut auf. Ja. Also der war sehr sahnig auf den Kopf gezogen. Und sein 4. Kill in dieser Runde. Verdient, wenn auch nur gegen Eco. Nur Guardian ohne Waffe. Und haben wir jetzt mal wieder komplett verteilt. Edward hat schon innen komplett eingeschaltet. Weiß, dass Get Red da nicht offensiv zielt. Ja, Get Red könnte sogar mal hinterherlaufen und einfach links checken. Edward hat da überhaupt keinen Fokus nach hinten. Aber ja. Nip muss jetzt natürlich auch nichts unbedingt riskieren gerade. Und Navi komplett verteilt noch. Also es soll wohl gleich wieder diesen Außensplit geben, wo Edward dann für sich spielt. Diesmal spielen sie es aber mehr als Contact und lassen Edward zuerst agieren. Die Wehr ist gleich durch, noch kein Fokus. Jetzt hat er das Forest. Und da recht gut vor, Forest hat 2 wichtigen Packs. Forest mit dem dritten. Forest, sehr gut aufgepasst. Erste Runde von ihm. Ja, und jetzt für die letzte Runde ist nicht so viel Geld da. Ja, das ist natürlich dieser Eco-Strudel-Problem. Aber ja, Nip hätte ich jetzt gerade in dieser Runde ein paar mehr Autosniper erwartet. Mal schauen, was sie jetzt in der Runde anstellen können. Versuchen es auf jeden Fall wieder mit dem Außensplit. Haben 2 Smokes. So, Split jetzt raus. Gut abgemollert beide Wege. Edward überlebt da den Mono mit 4 AP. Get right. Macht ihn jetzt, hält den Jungs da den Rücken frei. Und Salz macht der Forest. Freeberg fällt auf, aber Schiffrin ist da. Oh, macht Schiffrin auch noch. Right.
Guter Dreierkill davon, Zeiss. So, 1-2 klatschen die Bombe, sieht er. Bombe sieht er. Die liegt direkt vor der Füße. Und sie holen die Runde. Das Köpfchen, das gibt es doch das nicht. Köpfchen hat er da viel zu spät gesehen. So, 8-7. Top-Halbzeitergebnis. 7 T-Runden. Kann Navi auf jeden Fall froh sein. Absolut. Tja. Und hier ist alles drin, sage ich mal. Auf dieser Map. Ich hätte heute wirklich eine krasse Halbzeit aber gespielt. 21-9 Sets. Obwohl sie nur 8 Runden geholt haben. Tja, und wenn der müde ist, dann will ich mal sehen, wie es abgeht in einem Finale, wenn der wach ist. So, Pistol Round natürlich sehr entscheidend für Nip. Genauso für Navi. Wenn sie die Pistol holen, legen sie den Grundstein. Hier Trade vielleicht zu entscheiden. Ja, E zu B. Oh, ho, ho. Oh ja, die hat wehgetan. Hat dick weh. Ja, gegen zwei Überzahl. Gegen der Pistol zuvor. Da werden sie es aber nicht rumreißen können. Nice, no, stirbt. Guardian allein. Er pusht ihn einfach weg. Halt von der Seite und der gibt ihm da mal einen Schwinger mit. Also wieder gute Pistole von Nip. Zeigen sich recht pistolstark eigentlich. Dann schneller go. Oh, direkt kleinen Rush. Kleinen und Zeus. Weiter Steps. Hitlerin verliert das Duell. Und dann aber Forrester aimt ihn von oben ab. Bombe. Kann gelegt werden. Oh, und 3 gegen 1. Siehst. Kann da nichts mehr machen. Wir leben mit 3 Mann. Trotzdem keine so schlechte Runde von Navi. Da war auf jeden Fall mehr drin. Und jetzt auch wieder Freeback nur mit einer Pistole. Edward 37 HP nach dem Contact. Jetzt darf Exist mal ein bisschen vorspotten. 22 HP. Wenn sie noch so ein paar Nades da hochschmeißen, 4 HP. Flawless, passt da gut auf. Flawless. Freeberg da, zwar nur noch 4 HP, aber keine Waffe verloren. Und Nip regelt hier genauso los, wie es Navi getan hat in der ersten Hälfte. Mal schauen, ob sie jetzt auch die erste Equip stehen können. Sieht nach einem schnellen Split aus von Nip. Einer Pop, zwei Mitte, zwei Kiste. Kiste fährt schon durch. Sarix, gut aufgepasst. Beide. So spielt. Assist auf Down, Tiffin sieht überhaupt nichts, von wo überall die Schüsse kommen. Und Forrest kriegt dann noch eine Granate unter den Arsch. 22 HP. So, bis hierhin. Flawless für Navi. Schauen, was Forrest der Wald da noch anrichten kann. Ob er hier noch ja, ein paar umholzt. Edward auch schon in super Position jetzt. Perfekte von der Seite. Ja, perfekte Runde für Klasse Runde. Navi. Muss hier keine Waffen nachkaufen. Besser hätte dieser Start nur laufen können, wenn man noch die Pistole geholt hätte. Aber Nip natürlich auch nochmal eine Buy-Round, da sie davor alles geholt haben.
Sie geht es jetzt darum, nicht in die Eco zu fallen. Geld sieht nicht so gut aus nach der Runde. Boah, das heißt, geht da auf der 6 ist ein Hedgehog Chorus. Ja, und er wird es wissen. Hat jetzt Forrest allerdings auch mal einen eingeschenkt. Aber der Austausch besser für Forrest gelaufen. Bisschen wird auch gut gemacht, also mit wieder sehr verteilt. Machen ein bisschen Druck überall. Lassen sich noch alles offen auf jeden Fall. Ja, und dieses Slowplay scheint auch das Mittel zum Erfolg zu sein auf der Map. Jetzt wird sich aufgestellt für den Go. Das wird ein Außensplit. Bei Pop. CT ist drei aus relativ der Mitte. Tief, jetzt ein bisschen offensiver. Ja, schauen wir, was er jetzt absmorken. Und das Bot wird gesmoked, Set und Kiste. 42 noch, nachdem er durch den Molly gejoggt ist. Oh, Guardian Size passt hier super auf. Forrest. Oh, Navi da zu dritt. Jetzt zu viert sogar mal. Nur noch Get Right und der wird noch von Starrix geholt. Schön gemacht. Jetzt muss Navi. Ach, Nip muss jetzt erstmal nicht sparen. Schauen, ob sie sich irgendwie wieder Granaten oder irgendwas kaufen. Ja, zwei Smokes. Also scheinbar wieder, wollen sie wieder irgendwie so ein Go spielen. In der Eco. Und sieht aus, als wenn sie klein anspielen wollen. Und da sind Guardian und Zeus. Smokes liegen. Bombe ist down. Ja, den passt schon auf. Und wieder vier Waffen durchgebracht. Sehr gutes Geld jetzt vorhanden bei Navi. 8, 9, 7, 6, 3. Damit kann man arbeiten. Wieder direkt auf dem Weg Richtung Kai. Der Friedberg macht da Mitte seinen Move. KG wird. Schippt aber direkt. KG wird bereits ausgeschlossen, also jetzt sollten sie wissen, dass es B geht. Ja, also sollte auf jeden Fall noch was zu B schieben. Und dessen kommt aber schon der Go. Ja, jetzt Zeus oben abgemollied. Zeus ist ziemlich mit vorne gefightet. Kommt da jetzt nicht mehr weg. Ja, dann noch der ist schon da. Ich will noch einen. Vielleicht ist derjenige noch. Getway Spray dient einfach durch Smoke. Oh, Bombplay geht sogar noch wieder durch. Zurück. Die Runde wieder zurückgeholt haben. Getway umläuft sogar nochmal komplett vom Z von hinten. Oh, beide aber mit Devkit. Guardian verschießt. Krasses Gesicht. Jetzt nur noch Guardian. Muss Guardian safen. Ja. Getway ist schon nah. Ist die Runde ab. Und will. Nein. Oder nicht. Aber wir haben noch genug Geld. Aber wieder bei Guardian. Max ist mit der Smoke für KG. Und wieder der Push. Am Kistengang. Vorgecheckt, nichts ist. Ja, das Nip vielleicht eine vorentscheidende Runde. Wenn sie die Runde gewinnen, müsste Navi sparen. Dann hätten sie schon 14 auf dem Konto.
Und sie spielen es auf jeden Fall weiter über den Kleinen. Kamen sie bis jetzt immer gut raus. Gradien. Und Gradien steht ja Boah. so schlecht. Friedberg Fällt macht und ihn jetzt direkt. Zeus. Forest. Nicht mit ihm so close gerechnet. Und Friedberg. Bekommen allerdings nur einen und der Rest ist relativ weit weg. Edward, der erste dort. Dann Starix über CT Base und siehst von hinten. Für Friedberg mit dem Florian dritten. bekommt ihn nicht. Get right. Ach, der perfekte Move. Ja, und Edward ist schon Und über. Edward nur wegkennen. Ist schon drüber über die sieben Berge. Ach. Hält So eine Ausschau nach wichtige Runde. Schneewittchen. Wenn sie eben das 5 gegen 3 nicht throwen, gewinnen sie die Map. Und jetzt sieht alles nach Nip aus. Zeus könnte kaufen. Frage ist, ob man das jetzt hier riskiert. Dafür gibt es ein paar CZ-75. Vier Stück an der Zahl. Edward bleibt alleine am B mit der Waffe, der Rest A. Und Nip relativ schnell unterwegs wieder für den A-Spot. Oder B. Wo soll es hingehen? Stehen Also dafür ich vermute beides mal wieder bereit. B. Das lief bis jetzt gut. Boah, Starix. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das jetzt erstmal 77er Nate. beibehalten. Erster Frag fällt klein. Edward mit der Waffe jetzt auch da. Kann nur einen machen. Rebek Edward. schon wieder klein raus. Edward weg. Bombplan sofort ausgeführt. Und schieben Sie nochmal einen Backstabber hin. Nein. Jetzt 10. Gerald gegen den Guardian, der will da noch hunten. Gerald geht über Z weg. Und Exist. Low HP könnte noch fallen auf jeden Fall. Ah, er sieht Guardian als erstes. Und überlebt sogar noch mit 2 HP. So, 14. Runde. Safe. Get right, 65er Score. Bester Mann hier auf dem Server. Jetzt kommt's davon. Navi. 6 aus 6 Runden machen sie. Und sie riskieren was am Kistengang. 6 wird ja überrascht. Wo ist jetzt down? Get right. Jetzt. Überlebt mit 20 HP, Und kann deshalb bezahlen. noch die HE werfen. Jetzt siehst, wird er auch zermatscht, aber Edward, passt auf. Und Überzahl. Und HP-technisch Ne, macht das eigentlich ganz gut. Sie besser lassen bei sich jetzt Navi. Zeit. Gucken erstmal, ob Navi irgendeinen Fehler macht und irgendwo was versucht auszuschließen. Okay, right. Perfektes Timing wurde nicht gesehen von Guardian. Und Get Right wird diesmal nur schimmeln. Mal gucken, was sie jetzt machen. Stop, ja, sie lassen erstmal Get Right agieren. Doch besser rum. Besser so rum auf jeden Fall. Sieht ihn Get Right, nicht. sieht er den im Hat ihn Tower? gesehen. Ja, Jetzt, jetzt hä? hat er ihn gesehen. Oh. Na? Kann sich nicht entscheiden, ob ihn macht oder nicht. Jetzt stirbt er. Aber es geht jetzt klein durch. Zeus war auch weggeschoben nach außen. 10 Sekunden noch. Sie Vielleicht wird müssen er da. instant zum Plant kommen. Und die Bombe Was ist macht ihn down. Die jetzt Bombe hin? ist down. Oh, Und nur jetzt war's beide. das. Das war's. Das war's. Das war's. Und er holt ihn. Ja, Ja, und sogar da nach der steht er noch Zeit. nach der Zeit. Erste Runde von Zeus. Xyz kriegt kein Geld drauf, aber Geld haben sie auf jeden Fall noch zum Kaufen, Nip. Aber das war wichtig. Das war wichtig. So,
Scanrate, den hätte er natürlich machen können müssen da oben. Vor allem mit dem Lower P, da bringt es auch nichts, dann irgendwie groß auszumoven. Ja. Und Snip geht wieder nach klein. Also sie wollen es wieder mit diesem Go. Du siehst, geht er jetzt T mit rein zum Checken. Der Go kommt. Sie kommen wieder gut raus. Oh, krasse Banks durch die Smoke. Gut aus Bank. Freeberg ist durch. Macht von der Zeus von der Seite. Und Freeberg steht da. Bomb has been planted. Freeberg steht immer steht noch. Super weit vorne. Nächstes Duell. Kann den Freak nicht machen. Gerade ihn gleichzeitig erfolgreich. Das Duell. Existent für Flo noch. Exist down und jetzt Flip dann alleine. Und Zerg zieht schon durch. Ne, kriegt ihn nicht. Hat sich da selber zu sehr angeflasht. Starks hatte nicht so viel AP. Ha, das wäre natürlich wieder königlich gewesen, so eine Runde. So, und jetzt Nip. Kauft und kauft und kauft. So, und sollte Navi jetzt die Runde holen, wird Nip eigentlich in der 14-14 Runde, also in der 28. sparen müssen, damit sie dann die letzten beiden Runden durchkaufen können. So, und jetzt riskiert Zeus mal was. Sie gehen wieder klein. Zeus riskiert was, Zeus steht hinter ihm. Macht den ersten. Den zweiten. Und den dritten nicht mehr. Aber so, wieder Granaten raus und geben Gas. Guardian. Guardian fällt direkt. Edward und René Mühlbeck. 2 und 2, Get Right verbrennt. Und, oh mein Gott. Get Right fackelt ab. Wieder 1 und 2. Und er muss so eine Runde unbedingt für sein Team mal holen. So, aber gleich ist die Smoke weg. Und dann kriegt er einfach mal Banks durch. Und hat nur noch 30 HP. Er ist gar nicht so schlecht gemacht mit der Smoke und der Decoy. Hat jetzt leider gesteppt. Hat relativ gute Posi. Erst Net macht er. Oh, und er kann die Runde wieder nicht abschließen, leider. Oh, und jetzt haben wir diese Situation. Nip muss eigentlich sparen. Bombe nicht gelegt. Und Navi kann hier jetzt zum 14-14 kommen. Also, das tut mir auch fast schon leid für Philan. Ich weiß nicht, wie oft er jetzt schon 1 und 2, 1 und 3, 1 und 4 war. Und so oft macht er die Runde noch eng, aber für den letzten reicht es nie. Und sie sparen, es gibt schnell einen Außensplit. Weil er ist schon da übertrieben weit durch. Freeberg war schon MTW. Edward, ja, fällt, Bombglanz. Bomb wird aber gelegt. Geht auf jeden Fall durch. Das bringt ihn nochmal gut Geld für die nächste Runde ein. So, aber ganz entschieden ist die Runde auch noch nicht, aber jetzt. Oh, und Edward. Das ist 14-14. Ja, und auch richtig benippt da, dass sie den Plan haben, dass sie massig Geld haben. So, mal gucken, ob eine Arve gekauft wird. Fifi, was macht er? Keine Ahnung. Vor allem, ob sie wieder klein anspielen oder ob sie endlich mal was anderes jetzt probieren. Weil erfolgreich ist es jetzt nicht mehr gewesen zum Ende hin. Sieht sogar schnell ein Außenspiel aus. Wieder MTV durchgeschickt. Das ist schon ein guter Hits rein. Da kommen gute Hits rein. Oh, schön von Freeberg. 4 gegen 4 Situation. Fifflin deckt nach hinten ab. Und da kommt Edward und jetzt kommt er hinten! Oh, und Pfeffel und Boris machen die Frags. Starix gegen KG. Stand da eigentlich immer sehr solide. Weiß, dass da einer hinter Sandsäcke ist. Und jetzt KG gesehen.
Die Runde ist so wichtig. Und aber so schwer für die CPs. Super eng. Oh, und Pfifflern wird da am falschen Fuß erwischt. Pfifflern down. Oh Gott. Get right, Grundlinie. Get right aber jetzt gut vorgemoved. Ja, aber Starix hat's gehört. Was? Er macht ihn direkt mit der Pistole. So, 34 gibt's Sekunden. Gibt's nicht. Exist alleine. Sie rotieren komplett in die zehnte Mitte. Exist rechnet überhaupt nicht mit. Die Brand hätte er sich vielleicht für später aufheben können. So, Exist, kann er es jetzt machen hier? Hat er Fokus auf Pop-Talk? Hat er nicht? Jetzt hat er's! Den ersten Hit. Die Pistole. Und er macht es! Exist holt es! Für sein Team! Und da wurde abgecheckt. Das hat man schön gesehen. Kurz stehen geblieben. So, und jetzt hat vielleicht Pfifflern auch mal zugeguckt, wie sowas ausgespielt wird. Ich hab's im Gefühl, die letzte Runde wird Pfifflern entscheiden müssen. Ich hoffe nicht, weil Pfifflern holt sowas nicht. Ja, aber dann sehen wir eine Overtime. Lieberg, schnell auf Spot drauf. Bombe hat er nicht. Pfifflern hat jetzt kassiert. So, sehen wir die Overtime hier auf Frame. Und das heißt, wenn Frag jetzt wieder die Überzahl findet, jetzt wieder ausgeglichen. Ist so spannend. Und Gatred hört nicht, dass Edward davor pusht. Edward ist hinter ihm. Get right. Wichtiger Frag. So, Exist Forest. Forest hat aber noch eine gute Position. Macht Sizer direkt low. Oh, schießt alle nur an. Die sind alle low. Forest! Und die Bombe geht defused! Die Bombe wird defused! Forrest musste da in den Reload! Und wir sehen die Overtime! Wir sehen die Overtime! Wir sehen die Overtime! Have time for a break? No, no, no. Boah, das hätte Forrest hier fast noch entschieden da am Ende. Ja. Weißt du, wie die Overtime-Settings sind? Ja, MR3, 10.000. Ja, und dann können wir uns ja schon mal auf 70 Overtimes einstellen. Nein, 3. Naja, gibt's eigentlich noch Ansätze der knochigen Regel in Go? Bei MR3? Ja, guck zu und genieße. So, und wieder schnell entgegen. Und Friedberg macht wieder den First Strike, also echt First Strike gerannt gerade. Aber trotzdem die Überzahl. Genau, wie? Oh, und Edward noch ein Track. Und pusht er wieder vor. So, Nummer 3. Get right, 1 on 4. Oh, er kriegt da keinen Shot gesetzt und dann gibt's das Gesicht von Edward. Letzte Runde von ihm wieder. Und jetzt sollte Nip mal überlegen, ob sie nicht doch ganz, ganz late wieder ihren Kleingoal spielen. So einfach in der regulären Spielzeit haben sie es einfach viel zu oft benutzt und viel zu oft hintereinander. Schöner Shot gegen Seast auf der 6. So, und wenn hier Nip mit 2 T-Runden rausgeht, dann könnte das reichen. Vielleicht reicht sogar schon diese eine T-Runde. Warten wir es ab. Wer nicht gucken soll. Und wer muss die Entscheidung herbeiführen? Wir sitzen auf das Bild von 30 Sekunden nur noch.
Geht rein. Schöne Granaten, wieder ein MPV durch. Geht verliert das Duell, 5 Minuten aufbauen. Forest. 5 vor. Forest Gesicht. Oh, hier macht Zerix dann nur low. Und jetzt holt er ihn. Und jetzt hat er ihn. Und nun ist es nur noch Guardian und er ist schon Grundlinie da. Da kommen sie gerade nochmal mit der Bombe hinter den Spot. Forest zeigt sich gar nicht. Und Xist schiebt sogar nochmal komplett rum zur T-Mitte. Guter Laufweg, aber riskant. Aber Guardian lässt sich Zeit und. Oh, Wasser im Gesicht. Forest mit dem vierten. Klasse Runde von Forest. Ja, und so gemein es auch immer klingt mit Pfiffeln, auch wenn da im Chat immer viel gesprochen wird, aber jetzt ist er halt auch wieder gerade weit weg von seinen Mates, was die Scores angeht. Tja, mal gucken, ob da vielleicht irgendwas passiert, aber ich glaube, ganz ehrlich, kicken werden sie ihn nie. Wenn, dann muss er von alleine aufhören. Na gut, sie stehen halt wieder im Finale und sieht alles danach aus, als wenn sie gewinnen, ne? Boah, schön rausgespielter First Track von Get Red. Guardian. Kriegt ihn nicht. Jetzt close, jawohl. Hat er den zweiten auch gesehen dort. Boah, ein Pfiff nur. Der kommt einfach so frei zum Schuss. Und noch einen macht er. Edward steht hinter Get Red. Das ist dann aber zu lange gewartet. So, zweite Runde habe ich gesagt, die werden hier wahrscheinlich reichen, meiner Meinung nach. Ja, würde ich auch sagen, das ist jetzt gelaufen, das Ding. Aber Navi hat Siegeswillen, die haben Kampfgeist und das können sie jetzt hier unter Beweis stellen. Ich glaube, es wird ganz schwer. Also, bei Nip war einfach jetzt auch der entscheidende Faktor, was einfach richtig hart getroffen wurde. Also Forest in der einen Runde, weiß nicht, ob er 4 oder 5 gemacht hat, auf jeden Fall die Runde entschieden. Jetzt gerade Pfifflein auch mal was entschieden, haben da mit perfekten Timings auf dem Feld, konnte 2 Frags machen. Ja, und das ist noch was, was ich ergänzen will. Also Pfifflein, ne, er hat halt oft immer diese undankbaren Rollen und das muss man halt auch als Spieler so erstmal umsetzen. Dass du halt dich eben opferst für die anderen oder halt ja, die Sachen spielst, die halt dann auch keiner spielen will, wo man halt nicht so glänzen kann. So, und das muss man halt auch finden. Nipp da sehr konzentriert. Alle drei auf Spot, sehr offen. Dann Forest auf der 6. 1, 2, wieder gut von. Da gut im Doppel. Feedback Forest. Man kann zwar noch einen machen, aber Edward ist alleine. Noch gegen 3. Sieht nicht gut aus hier für Navi. Ja, jetzt geht er hoch und da wartet natürlich mal, wie immer, Get Right. Zwei Matchbälle für Nip. Brauchen sie einen, brauchen sie zwei oder schaffen sie es nicht und wir sehen eine zweite Overtime. Ich glaube, das war's. Glauben ist nicht wissen, das sehen wir erst, wenn hier die 19. Runde für Nip gefallen ist. Navi lässt sich natürlich mal wieder viel Zeit hier in dieser Runde. Ja, jetzt hängt auch super viel von der Runde ab. Edward aber schon eine gute Position vorne im Pop. Ich bleib dabei, Pfiffen wird diese letzte entscheidende Runde entscheiden. Vielleicht auch hier in dieser Overtime. Spielt ein bisschen. Willst unbedingt, dass Pfiffen irgendwas entscheidet? Ja, oder? Also seine letzte Runde, das wäre verdient. Pfiffen hat zumindest einen Frag. Gatwright macht das 3 gegen 3 draus. Und Freeberg. A drauf. Ah, das sieht sehr gut aus für Nip gerade. Edward jetzt nochmal das 2-2. Get right. Das Get right. Oh, er fast trailt sich da wieder. Und get macht ihn einfach durch Smoke. So, nun Pfiffrollen den letzten Frag hier in diesem Spiel.
den nicht. Jetzt aber. Und da ist es doch. Fifth Run entscheidet. Da ist der Frack, da ist der Refuse, da ist der Sieg. Ninjas in Pyjamas gewinnen. Das zweite Mal in Folge die DreamHack Summer.